Hare Krishna, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Jayadev. Und mein Name ist Bhakti Lata. Wir sitzen hier vor euch mit zusammengekniffenen Augen, um ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen, ein paar Wintersonnenstrahlen. Und trotzdem aus der Bhagavad Gita, wie sie ist, zu lesen, übersetzt und kommentiert, wurde diese von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Und bevor wir loslegen, sprechen wir noch gemeinsam den vedischen Mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen aus dem zweiten Kapitel, Vers 41. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Kurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Krishna spricht hier zu Arjuna über das Thema der Entschlossenheit. Und unser Kanal heißt ja Spiritualität im Alltag, weil wir uns an den Lehren der Bhagavad Gita, wie sie ist, orientieren. Und da spielt das Thema Entschlossenheit eine große Rolle. Entschlossenheit für uns richtet sich vor allem auf unsere spirituelle Pflicht. Weil über unsere temporäre Verkörperung hinaus, über diese Form als Jayadev und Bhakti Lata, männliche und weibliche Körper hinaus, wir schon seit unvordenklichen Zeiten Individuen sind, individuelle Seelen sind und das für immer bleiben werden. Und deswegen ist es besonders in dieser menschlichen Lebensform so wichtig, es ist essentiell, es ist unerlässlich, sich mit spirituellem Wissen zu befassen, mit spiritueller Praxis, unsere wirkliche Verbindung zu unserer spirituellen Identität wiederzubeleben, den Tag in spiritueller Identität zu begehen, jeden einzelnen Tag, jeden Tag zu schauen, wie können wir in unsere spirituelle Praxis fortsetzen oder vertiefen oder erweitern? Wie können wir mit anderen Spiritualisten in Kontakt kommen, uns austauschen, unsere Zeit verbringen, uns gegenseitig bereichern? Und dafür braucht es Entschlossenheit. Es braucht eine Entschlossenheit, weil wir ansonsten weggetragen werden von unseren ganzen Aufgaben und Verpflichtungen. Von unseren familiären Verpflichtungen, von unseren beruflichen Verpflichtungen, von unseren wirtschaftlichen Verpflichtungen, von unseren Verpflichtungen uns selbst, unseren eigenen Bedürfnissen gegenüber. Und diese Aufforderung zur Entschlossenheit bedeutet nicht das Extrem, dass wir uns nicht mehr um die weltlichen Dinge kümmern, sondern dass wir in voller Verantwortung für uns und unser Leben, in voller Verantwortung für unsere Familie, für unsere Rolle in der Gesellschaft, uns trotzdem dessen bewusst sind, dass ohne Spiritualität nichts von all diesen Bemühungen bleibt. Ja. Wenn wir uns intensiv um wirtschaftliche Entwicklung und wirtschaftliche Sicherheiten bemühen. Da ist nichts Verwerfliches dran. Wenn wir uns intensiv um das Glück unserer Familie bemühen, da spricht nichts in den Schriften dagegen. Im Gegenteil, es ist sind unsere Aufgaben und unsere Pflichten. Wenn wir aber dabei unsere spirituellen Aufgaben vergessen und unsere spirituelle Identität außer Acht lassen, dann hat das letzte Hemd keine Taschen. Ja? Und all das ist eine temporäre Bemühung. Es ist die Sisyphusarbeit, die zu nichts führt. Wenn wir aber
in spiritueller Verbindung sind, dann werden alle anderen Bemühungen vollkommen und bekommen einen tiefen, ewigen und verbundenen Kontext. Und so verstehe ich es, was Krishna hier zu Arjuna sagt, als er ihn zur Entschlossenheit auffordert. Das nehme ich mit als Inspiration für den heutigen Tag. Ja, es ist schön zu hören, was da in dir wieder klingt und was du daraus mitnimmst. Und was ich aus dem Vers für mich mitnehme, ist, dass Krishna sagt, wenn wir uns dem transzendentalen Wissen hinwenden, dann ist unser Ziel vereint. Und das finde ich für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft, für uns Menschen so, so schön und so wertvoll, weil es mir so, so viel leichter gelingt, zu sehen, was uns trennt. Also ich denke, das ist dann der zweite Teil. Also wenn wir uns mit der materiellen Intelligenz beschäftigen, die ist ganz viel verzweigt und die führt uns in alle möglichen Richtungen, die führt uns auch dahin zu sehen, was uns trennt und wieso der andere Mensch so anders ist. Doch wenn wir das gemeinsame Ziel haben, Gott zu verehren, und da hat ja Gott nicht nur den Namen Krishna, sondern das ist auch der Gott der Christen, auch der Gott der Moslems und der Juden und alle anderen Glaubensrichtungen. Wenn wir sehen, die Person macht das, um Gott zu dienen, auf ihrer ganz eigene Art und Weise, dann kann das eine große Inspiration sein, für mich selber meinen eigenen Weg zu gehen und auch das Beste und das Verbindende zwischen uns zu sehen, zwischen mir und dem anderen Menschen. Und das finde ich so schön, weil für mich die letzten Jahre auch sehr gezeigt haben, wie sehr materielle Themen uns trennen können. Schon alleine in einer Familie, die vorher sehr eng gewesen sein mag, kommt ein neues Thema auf, was zu einer großen Streitigkeit und viel Schmerz innerhalb der Familie führt. Ja, schön, dass du das verbindende Element hervorgehoben hast. Es ist ja tatsächlich so, dass jeder seine eigene Meinung hat. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist so. Und gleichzeitig sehen wir uns alle nach Verbindung. Wir sehen uns nach Verbindung und Einigkeit. Das ist ja kein Quatsch, den nur ein Einzelner im Herzen verspürt. Wir sehen uns alle nach Einigkeit und Verbindung. Diese universale spirituelle Ebene zu verstehen, dass wir eine spirituelle Seele sind, ein kleiner Teil Gottes, der wahres Glück in Kooperation mit dem Höchsten erfährt. Auf der Ebene können wir wirkliche Einigkeit, wirkliche Einheit trotz aller Individualität erleben, erfahren, ohne das künsteln zu müssen, ohne aufgesetzte Konzepte, sondern in unserer natürlichen Identität. Dazu ermutigt Krishna uns hier. Ja, das war's von uns. Erzählt uns gerne, wie das für euch ist mit eurer Entschlossenheit oder was das Thema oder der Vers in euch bewegt hat. Oder wie ihr das empfindet mit der Verbindung zu euren Mitmenschen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir lesen auf jeden Fall jeden Kommentar. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Manchmal hängen wir ein bisschen hinterher, Kommentare zu beantworten. Und manchmal hängen wir auch ein bisschen damit hinterher, Videos hochzuladen. Wir haben im Moment zu Hause nicht die Möglichkeit, ein Video hochzuladen. Das heißt, selbst wenn wir etwas aufnehmen,
dann dauert das manchmal Tage, bis wir die Gelegenheit haben, das Video hochzuladen. Von daher bitte ich euch um Nachsicht und um Geduld. Da kommt noch mehr. Bis bald. Hare Krishna. Hare Krishna.